Jetzt am Wort Eva Blimlinger von den Grünen. Staatssekretärin, zunächst gilt mein Dank, bevor ich mich näher dem öffentlichen Dienst widme, den obersten Organen ist ja auch schon ausführlich erwähnt worden. Und ich freue mich, dass Sie in dieser effizienten Art und Weise für die Republik tätig sind. Zum öffentlichen Dienst. Es ist zwar auf den ersten Blick viel weniger Budget, aber das ist Covid geschuldet. Der Großteil davon war für den, wie Sie wissen, überaus erfolgreichen NPO-Fonds dotiert. Und wenn man sich die Budgetzahlen ohne die Covid-Hilfen anschaut, so gibt es eine Steigerung um 4,5 Millionen. Das sind 2,3%. Also durchaus sozusagen eine gute Geschichte. Im Wesentlichen werden davon im öffentlichen Dienst der Lehrgang Public Management am FH Campus Wien bezahlt. Dazu ist zu sagen, dass es ja in den nächsten 3, 4 Jahren zu einem großen Austausch kommen wird im öffentlichen Dienst. Die Babyboomer, so wie ich das eine bin, werden in den Ruhestand treten bzw. in Pension gehen. Und dazu ist es notwendig, wirklich ausgezeichnetes Personal auszubilden, so wie wir jetzt ausgezeichnetes Personal im öffentlichen Dienst haben. Man muss sich das immer nur im Vergleich anschauen, auch mit der Privatwirtschaft. Der Anteil der Akademiker und Akademikerinnen im öffentlichen Dienst ist wesentlich höher und auch sozusagen der Anteil der Fachschulenabschlüsse ist wesentlich höher als in der Privatwirtschaft. Daher geht sozusagen auch ein Großteil des Budgets in die Verwaltungsakademie. Wir haben ja im Regierungsprogramm die Austrian School of Government, die wir weiterentwickeln werden. Da sind wir dran, ein Konzept zu erarbeiten für sozusagen eine Perspektive genau mit diesem Wechsel im Personal sozusagen. Und ein dritter großer Bereich ist die Digitalisierung. Hier ist ja im öffentlichen Dienst schon wirklich sehr viel passiert. Das meiste kann man online erledigen. Also die Behördenwege. Österreich ist da auch im internationalen Vergleich besonders weit vorne, was das elektronische Erledigen, zum Beispiel eines Passantrags oder was auch immer betrifft. Und hier gibt es natürlich noch einmal eine Notwendigkeit und natürlich auch immer wieder eine Adaptierung dieser digitalisierten Angebote. Lassen Sie mich am Schluss, ich mache das glaube ich jetzt schon zum dritten Mal, meinen herzlichen Dank an alle Bediensteten im öffentlichen Dienst aussprechen, den Beamtinnen und Beamten, Vertragsbedienstete, den Lehrlingen, all jene, die diesen Staat so gut am Laufen halten, trotz Pandemie, trotz Krise, trotz aller möglichen Widrigkeiten. Und halte auch hier wieder mein Plädoyer dafür, dass in den Dienststellen die Vorgesetzten doch nicht zuletzt auch wegen angesichts von Weihnachten bei Belohnungen und Prämien doch großzügig sind. Die Budgets geben das her. Also es wäre mir wirklich ein Anliegen, dass diese Leistungen, die es gegeben hat, belohnt werden. Im Übrigen bin ich natürlich noch immer dafür, dass die Windisch-Kaserne in Richard-Wardani-Kaserne umbenannt wird. Danke. Sagt Eva Blimlinger, sie ist Sprecherin für öffentlichen Dienst im Grünen Parlamentsclub. Und sie betont, dass aufgrund der großen Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren auch in Zukunft viel Wert auf eine gute Ausbildung gelegt werden müsse.